herzlich willkommen zu einem Trax-Show-Special zum Thema Bewegung und Sport. Und hier im Hintergrund mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Jawohl! Seht ihr den Alex Böhm, unseren Sportlehrer aus der Reichsapfelgasse, und seinen Sohn Aram. Und die helfen uns ganz viel, euch tolle Bewegungsübungen vorzuzeigen. Auf geht's, Trax! Ass! Ich auch! Ja, liebe Kinder, vor jeder Sporteinheit sollte man sich aufwärmen. Und zwar die wichtigsten Muskelgruppen des Körpers. Ich mache jetzt mal für euch ein paar Übungen in dieser Region, und zwar für die Kopf- und Nackenmuskulatur. Wir beginnen mit Kopf ganz einfach nach vorne und zurück. Leicht durchstrecken den Hals, aber nicht schnelles Tempo, das geht alles schön langsam. Man kann den Kopf auch kreisen, und zwar in beide Richtungen. Ihr merkt schon, da rührt sich ein bisschen was in euren Hals- und Nackenmuskeln. Wir können die seitliche Nackenmuskulatur auch leicht dehnen. Das machen wir in dieser Form, dass wir den Arm an den Kopf legen und dann einfach anziehen und diese Position in nicht unangenehmer Stellung einfach halten. Bitte nicht auslassen und den Kopf zur Seite schnalzen lassen, sondern gegen leichten Druck der Hand nach oben führen. Das Ganze dann mit der anderen Seite. In einer Position halten, wo es hier nicht unangenehm wird. Und wichtig, wieder langsam nachführen. Diese Dehnübung machen wir dreimal auf jede Seite. Schulterkreisen ist auch eine gute Mobilisierung und Aufwärmübung für die Schultermuskulatur. Das kann man in beide Richtungen machen. Und die Fortgeschrittenen wie der Aram schaffen das sogar, dass sie mit der einen Schulter auf die eine Richtung kreisen und mit der anderen Schulter in die andere Richtung. Arme rückwärts schwingen, beide gleichzeitig. Achte darauf, dass beide Arme durchgestreckt sind. Dann rückwärts kraulen. Und wenn das gut funktioniert, versuchen wir die Arme gegengleich zu bewegen. Arme vor den Körper halten. Ein Arm bewegt sich rauf, der andere runter und dann noch immer nach ein paar Mal drin wechseln. Versuch wirklich mit beiden Armen einen schönen großen Kreis zu machen. Diese Übung ist für die Schultermuskulatur und für die Rotatorenmanschette. Du drehst einen Arm nach hinten und den anderen Arm in die gegengesetzte Richtung nach vorne. Dann wird langsam gewechselt. Wie du siehst, Aaron bewegt einen Arm nach hinten, den anderen nach vorne. Wichtig ist, dass du den Oberarm drehst, nicht nur die Hand und den Unterarm. Wenn das gut geht, versuchst du das mit Gleichgewicht zu kombinieren. Eins, du hebst das Knie. Zwei, du drehst, streckst das Bein durch. Drei, abwinkeln. Vier, abstellen, dann Beinwechsel. Eins, und jedes Mal. Zwei, beim Zählen drehst du die Arme. Drei, vier. Weiter geht's mit einer Übung namens Roboter. Hier wird abwechselnd, die Arme werden gegengleich gedreht. Dann geht's auch schon mit Beinheben dazwischen. Alles gut für die Balance. Die nächste Übung ist Laufen am Stand, aber du wirst schon merken, du musst jetzt auch mitzählen. Also es ist ein bisschen Mathematik dabei. Und los, Aram. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3.
3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Am Stand laufen und bei jeder geraden Zahl einen Boxschlag austeilen, natürlich ohne jemanden zu treffen. Auch das ein gutes Aufwärmprogramm. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und man kann das noch steigern, indem man die Faust abwechselnd gerade und seitwärts wegstreckt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt ist es wichtig, immer bis 3 zu zählen. Bei 1 geht der Schritt immer zur Seite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2. Das schneller. Und wer das beherrscht, kann dann noch schneller werden. Gesteigerte Übung, wenn das gut funktioniert. Versuchst du einmal bei 1 nach vorne zu steigen, einmal zur Seite zu steigen und einmal zurückzusteigen. Es kann auch helfen, wenn du dir am Boden Markierungen machst mit einem Klebestreifen. Also, du fängst am besten wieder seitlich an. Zuerst mit dem rechten Bein, 1, 2, 3, links, vor, vor, rück, rück, noch seitlich, seitlich, vor, vor, rück, rück. Und wenn es gut geht, machst du schneller. Etwas schneller sieht die Geschichte dann so aus. Bei der nächsten Übung wird abwechselnd das rechte Knie zum linken Ellbogen und das linke Knie zum Ellbogen gezogen und wichtig dazwischen die Zwischenschritte, also es ist eigentlich eine Übung, die im Laufen passiert. Ebenfalls eine 1-2-3 Übung ist am Stand laufen und immer bei 1 einen Kick nach vor. Ist auch für die Fußballer gut geeignet, dass sie nachher den Ball gut treffen. 1, 1, 1, 1, 1. Du stellst dich in einer Schrittposition auf, dann schwingst du das hintere Bein nach vorne, stellst das wieder hinten ab, dann steigst du mit dem Vorderbein zurück, anderen Bein nach vorne. Dasselbe noch einmal. Bein heben, hinten absetzen, zurücksteigen, nach vorne steigen. Wenn das gut geht, versuch es schneller zu machen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann versucht das Bein weiter hinaufzugeben. Und wenn dann das gut klappt, versuchst es 10-mal ohne Pause mit Wechsel. Fit wie ein Turnschuh, unser Alexander. Atmen. Hier haben wir eine Schwunggymnastikübung. Zeigt uns der Aram hier. Immer so 5 Wiederholungen auf jeden Fall mit einem Fuß. Dann kommt der Fußwechsel. Und es ist immer ein leichter Zwischensprung dazwischen. Das sieht man hier, weil sonst geht es sich ja auch gar nicht aus. Die nächste Übung für Balance ist der Kranich. Das zeigt uns hier der Aram. Fußstrecken nach vorne, seitwärts ausdrehen, Fußstreckung hinten, Fuß hinten abwinkeln und wieder absenken und dann mit dem anderen Fuß. Knie heben, Fußstreckung, ausdrehen nach hinten, Knie abwinkeln und absetzen. Bleiben wir gleich in der Tierwelt. Kraniche fressen Frösche. Und hier haben wir schon den Frosch. Und wenn der Frosch flüchten muss, muss er wegspringen.
in einen Strecksprung. Der Hampelmann, eine sehr gute und auch beliebte Übung, geht natürlich ganz leicht, Arme und Beine gleichzeitig auseinander. Und der Aram zeigt uns jetzt ein paar anspruchsvollere Varianten vom Hampelmann, nämlich vor, rück, seit oder hinten über Kreuz. Vor, rück, seit und über Kreuz. Da kommen die grauen Zellen ganz gewaltig zum Mitarbeiten. Was ihr wisst nicht, was die grauen Zellen sind, das sind die, die ihr im Gehirn habt, die dafür sorgen, dass ihr gut denken könnt. Ebenfalls zum Aufwärmen eignet sich das Schnurspringen ohne Schnur. Hier siehst du schon mal die unsichtbare Schnur. Schön langsam sollte der Arm zu springen auch beginnen. Also du siehst, man kann auch ohne Schnur Schnur springen. Man kann ein bisschen höher springen dabei, wenn man will. Auch gut zum Aufwärmen eignen sich sprungkoordinative Übungen in jeder Art. Ihr seht hier den Alex und den Aram in ganz verschiedenen Bewegungen. Wichtig ist nur, dass es kein eintöniges, fades, normales Springen ist. Ihr seht schon Sidesteps oder Überkreuzsprünge, alles dabei. Auch eine gute Übung fürs Aufwärmen ist der Holzhacker. Da stehen wir in einem leichten Gretstand, schauen, dass die Knie möglichst gestreckt bleiben und dann schwingen wir die Arme von oben so weit wie möglich durch. Es muss nicht hohes Tempo sein, aber wichtig ist die komplette Bewegung. Gretstand und wir berühren jetzt abwechselnd gegengleich mit der Hand, mit den Fingerspitzen, die Fußspitzen und schauen, dass der Körper immer dazwischen aufgerichtet wird. Atmen nicht vergessen. Bei dieser Übung geht es darum, hinter dem Körper mit der Hand gegengleich zur anderen Ferse zu greifen. Unser Sportlehrer Alex mit Sohnemann Aram machen das perfekt. Abwechselnd den Fuß auf eine leichte Erhöhung stellen. Man kann einen Ball verwenden. Wer schon lange Füße hat, kann auch eine Küchenbank nehmen. Aber wichtig, immer den anderen Fuß zuerst abstellen. Wenn das gut geht, kann man das Ganze als Wechselsprünge machen. Wer koordinativ mit einem Ball arbeiten möchte, kann auf dem Ball tanzen. Und zwar anfangs mit Mitzählen, nachher ohne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn man das Ganze mit Fußwechsel machen möchte, kommt eine 7 dazu. Da wird dann der Fuß umgestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Übung, die du mit Geschwistern oder auch Eltern machen kannst, ist die nächste. Zuerst abschlagen, dann das Bein anheben, immer das nähere Bein zum Partner und mit der Hand das Bein berühren. Und dann, wenn möglich, sogar ein bisschen die Position halten. Natürlich gibt es hier den Seitenwechsel, dass die anderen Hände und Beine auch drankommen. Bei dieser Übung geht es um Kräftigung des Rumpfes, um Stabilisation. Das heißt, versuche hier anzuspannen, Becken vorzukippen und zu springen nur aus dem Fußgelenk. Das heißt, Beine bleiben fast gestreckt und hier bleibst du ganz gespannt
nicht vergessen zu atmen. Und wenn das gut funktioniert, um gespannt zu bleiben, versuch eine Übung. Einmal Gretscher, Beine zusammen. Vor Gretscher, Seit Gretscher. Und abwechseln. Als Vorbereitung für die Liegestütz versuchst du immer umzugreifen, das heißt, Hände wandern hinaus, bleib gespannt, bleib im Gesäß gespannt, im Rücken gerade, nicht durchhängen. Dann versuchst du einmal die Hände zueinander zu drehen, dann die Hände nach vorne, seitlich und nach hinten. Wiederhole dies 5 bis 10 Mal und dann mach eine kurze Pause. Für die Kräftigung der Oberarmmuskulatur und der Bauchspannung ist der Liegestütz eine ganz geeignete Übung. Am besten immer 5 und dann ein bisschen ausrasten. So, Alex, kann man das auch mit einem Trax machen? Richard, das war nicht lustig! Als nächste Übung, um die Rückenmuskel zu kräftigen, abwechselnd das Bein heben, halten bis 5 zählen und dann wechseln. Du zählst bis 5, hältst das Bein, versuchst stehen zu bleiben und dann zu wechseln. Aus dieser Position kann man auch den Skorpion machen, indem du das Bein nach vorne ziehst und versuchst den Boden nicht zu berühren. Abwechselnd einmal rechts und links. Und kurz in der Position verharren. Gesteigerte Form zum Skorpion. Wir zeigen nochmal den Skorpion her. Nur die Beine voran. Bisschen halten. Und gesteigert wäre das, wenn du gegengleich den Arm ebenso hebst und mit den Ellbogen das Knie berührst. Ja, man sieht es nicht so einfach. Versuch Spannung zu halten und nicht nachzugeben. Von der Liegestützposition aus anhocken, zurückgreifen und schön anhocken, nicht anhocken. Die nächste Übung beginnt aus der Hocke. Ein Strecksprung nach hinten in die Liegestütz und dann ein Strecksprung nach oben. Also Strecksprung in den Liegestütz war natürlich ein bisschen übertrieben, aus dem Knie in den Liegestütz. Dann das Ganze mit vorher rechts und links seitwärts, dann in der Mitte und der Strecksprung. Das ist der sogenannte Liegestützkreis oder auch Liegeseitstützkreis. Und unser Aram zeigt uns das hier super. Das macht man einmal in eine Richtung und dann zurück, bis man wieder in der Ausgangsposition ist. Jede Position wird eine kurze Zeit lang gehalten. Zu zweit kann man natürlich auch Übungen machen aus der Liegestützposition. Und das zeigen uns Alex und Aram jetzt vor. Hier wird abgeklatscht, dann wird schnell umgegriffen und wieder abgeklatscht. Eins, zwei. Eins, zwei. Gleichzeitig. Eins, zwei. Zwei. Ganz mutige nehmen einen Tennisball dazu und übergeben hier diesen Tennisball, wobei man dann sieht, wenn der Tennisball immer in der gleichen Hand bleibt, passiert hier auf der anderen Seite ein Überkreuz des Übergebens sozusagen. Liegestützposition gehen und dann beide schön in eine richtige Position. Nicht durchhängen, aber auch nicht so aufrecht. Wichtig ist, dass deine Schulter über deiner Hand ist. Dann einmal rechts einklatschen, einmal links. Rechts, links. Wenn das gut geht, schneller. Die nächste Aufgabe wäre, in
anderen Versuch auf die Handfläche zu klopfen, ohne selbst getroffen zu werden. Wir machen das mal langsam. Und dann natürlich auch schneller aufpassen, dass du dich mit dem Kopf zusammenstoßt. Den anderen eine Hand weg. Aufpassen, dass du mit dem Kopf auf die Seite gehst, damit du nicht mit dem Kopf am Boden fällst. Ein Schuss. Manchmal ist doch die größere Gewichtsklasse entscheidend für die Bauchmuskulatur und Körperspannung. Wichtig ist die Übung namens Plank oder auch Deutsch Brett. Da wird die Position einmal gehalten in der Spannung. Hier ist die Fortführung schon aus dem Plank in den Liegestütz, aus dem Liegestütz wieder ins Plank. Geht auch mit Bein anheben aus der Plank-Position. Wichtig ist immer nur die Körperspannung und Arm und Bein abheben und sogar damit wippen. Das sind dann schon die Profis. Die nächste Übung ist der Superman. Da wird abwechselnd gegengleich Arm und Bein gehoben, also jetzt rechtes Bein, linker Arm, jetzt kommt linkes Bein, rechter Arm. Wichtig, Beinstreckung bis zur Zehenspitze, Armstreckung, dann wird wieder umgegriffen. Und es geht dann auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir gehen in die Superman-Position, führen jetzt Knie und Ellbogen unterm Körper zusammen. Gehen wieder in die Superman-Position, führen wieder Knie und Ellbogen zusammen, das Ganze immer dreimal, dann absetzen und mit anderen Arm und Fuß. Weiter geht's mit einer Übung namens Zelt. Aus dem Stand werden die Füße, die Hände gerade runtergeführt, dann in die Liegestützposition, einmal absenken und jetzt die Füße wieder zu den Armen nach vorbringen. Möglichst gestreckte Knie, das macht der Arm hier ausgezeichnet und es geht natürlich gleich weiter. Füße nachführen, Zelt immer ungefähr fünfmal am Stück. Die nächste Übung nennt sich der Krieger, beginnt aus dem Stand, ein Schritt vor, wir gehen in die Telemarkstellung, das Knie wird also abgesenkt und dann wird einmal der rechte Arm hochgedreht, einmal der linke Arm oder umgekehrt, dann wird das hintere Bein nachgeführt und wir beginnen mit dem anderen Schritt, den nach vorne zu machen. Und das Aufdrehen, einmal der eine Arm, dann der andere Arm, Fuß nachführen und wieder auf die andere Seite. Wir machen das auf jede Seite dreimal. Eine sehr gute und wichtige Übung ist auch der Beinachsenstern. Da halten wir zunächst einmal stabil den Beckengürtel. Dann beginnt es mit Schritt nach vor, Position halten. Beistellen, anderer Fußschritt nach vor, halten, beistellen, Seitschritt, nicht zu machen, Fußhaltung immer parallel, beistellen, Seitwärtsschritt und beistellen. Diese Übung nennt sich Two-in-One. Aus der Stützposition auf einem erhöhten Untergrund, wenn es keinen gibt, kannst du es auch mal ohne probieren, zumindest diese Übung, wird das bodenfernere Bein abgestreckt. Wird natürlich auf beide Seiten gemacht. Und die zweite Variante ist,
Das bodenfernere Bein ist nur auf der Bank und das untere Bein wird unten rangeführt. Eine ganz wichtige und beliebte Übung ist die Kniebeuge. Wichtig ist die gesunde Ausführung. Und zwar gesund deshalb, dass man versucht, sich hinten runterzusetzen und die Knie bewegen sich nicht über die Zehenspitzen. Zur Balance gehen die Arme vor dem Körper und du gehst so weit hinunter, dass du dich mit dem Oberkörper auf die Oberschenkel legen kannst. Diese Position verharrst du kurz, in der bleibst du und gehst dann wieder langsam hinauf. Ganz aufrichten und wieder hinuntergehen. Nicht zu machen, überwiegend nicht gesund für die Knie ist, wenn du gerade bleibst, aber mit den Knien über deine Zehenspitzen gehst und wieder hinauf. Also bitte so nicht, der Kinder. Rücken wäre gerade, aber für die Knie ist es nicht gesund. Deshalb und jetzt? Hinten hinuntersetzen, hinuntergehen. Du kannst auch deine Position verändern, indem du breiter stehst, Zehen zeigen ein bisschen hinaus, genau dasselbe noch einmal, um auch die Oberschenkel ein bisschen anders zu trainieren und ein bisschen zu dehnen. Und wieder hinaufgehen. Wenn das gut geht, kannst du auch von dieser Position in den Frosch gehen. Das heißt, du gehst ganz hinunter, ganz weit runter, Arme berühren den Boden, Rücken bleibt gerade und dann gehst du wieder hinauf. Ganz hinunter gehen und hinauf. Kniebeugen kann man auch zu zweit machen. Da wird dann immer abgeklatscht dazwischen. Einmal rechts und einmal links. Oder beidhändig. Oder einmal rechts, einmal links, einmal beidhändig. Wir haben hier gleich ganz viel Koordination mit hineinverpackt. Mit Bauchmuskelübungen geht es weiter. Hier geht es einfach nur darum, den Oberkörper aufzurollen bei leicht abgewinkelten Knien. Jetzt kommen Beine anheben in gestreckter Position bis zur 90 Grad Position, ohne abzusetzen. Dann wird abwechselnd mit der rechten und mit der linken Hand zu den Fußspitzen gegriffen. Hier haben wir eine ähnliche Übung, wie wir schon einiges gehabt haben, mit Knie zu Ellbogen, in dem Fall in der Liegesitzposition. Beachte bitte, die Füße werden nicht abgesetzt. In der Rückenlage die Beine in gestrecktem Zustand, seitwärts, vorne, abwechselnd immer in eine andere Position bringen, aber nie den Boden berühren dabei. Den Oberkörper in der Rückstützposition strecken und dann Beine anheben oder abwinkeln. Im Schwebesitz, also nur der Po berührt den Boden, Scherenschlag, abwechselnd den rechten über den linken und den linken über den rechten Fuß bringen. Jetzt haben wir den Ruderer. Während die Beine angezogen sind, sind die Arme vorne. Wenn die Beine gestreckt sind, sind die Arme abgewinkelt. Bei dieser Übung brauchst du wieder ein Familienmitglied dazu. Du siehst schon, hier heißt es ordentlich Bauchmuskeln anspannen und die Füße sollen sich in der Mitte nicht bewegen. Noch schwieriger wird es, wenn beide die gleiche Bewegung machen sollen, mit Sohle an Sohle. Da sind die Kreise dann natürlich kleiner. Zu zweit mit einem Ball kann man den Ball abwechselnd mit den Füßen vom Boden hochheben, dann Platz machen für den Partner, dann hebt er den Ball an.
Als nächster zeigt uns Aaron den Wurm. Arme durchstrecken, Beine durchstrecken, dann so spannen, dass die Schultern vom Boden weg sind und die Oberschenkel weg sind. Und dann versuchst du zu wippen. Sollte das zu einfach sein, dann gibt es auch eine schwierigere Version des Wurmes. Die werden wir gleich von Aaron sehen. Bitte aufpassen, wenn du das in der Wohnung machst, dass keine Gegenstände im Weg sind. Jetzt die Wippe. Ganz wichtig ist, Beine sind gestreckt. Die Beine, Unterschenkel und Oberschenkel werden vom Boden abgehoben, Schultern sind abgehoben, Arme sind ganz durchgestreckt, Kinn ist bei der Brust. Und dann versuchst du ein bisschen nach vorne und zurück zu wippen. Nicht vergessen dabei zu atmen. Und immer eine Spannung, das heißt der Bauch ist die ganze Zeit angespannt. Das kann man natürlich auch mit den Eltern machen. Hier bei der Übung darf Papa und Mama zeigen, wie kräftig sie sind. Und die Kinder dürfen wippen, wie sie möchten. Diese Übung ist eine Bauchmuskelübung, die dann ein bisschen erschwert wird mit einem Ball. Als erster, der steht, zählt. Eins, Beine hinauf und wieder hinuntergeben. Wenn möglich den Boden nicht berühren. Zwei und wieder runter. Lass die Beine ganz gestreckt. Drei. 4, 5, 6. Beim nächsten Mal nimmst du einen Ball, probierst den Ball festzuhalten, 1, und mit dem Ball hinuntergehen und wieder hinauf, 2, 3, 1. Wie man sieht, geht diese Übung mit verschiedenen Bällen oder Gegenständen. Man könnte es wahrscheinlich auch mit den Plüschtieren machen. Schade, dass Trax nicht mit ist. Ach ja, das wäre dann wieder ein fürchterliches Erlebnis für ihn. Okay. Kräftigungsübungen mit Flaschen können größere oder kleinere Flaschen sein, sollten nicht zu schwer sein. Erste Übung, Schulter gegen gleich. Reisen, das heißt, du drehst den Arm, zuerst durchstrecken beide Arme, dann drehe ich den kompletten linken Arm nach vorne und rechts nach hinten wird in der Schulter gedreht und dann wechseln. Immer darauf achten, dass die Flaschen gut zugeschraubt sind. Langsame Übung, schau, dass deine Arme in Schulterhöhe bleiben, bitte. 10 bis 20 Mal, dann kurze Pause. Nächste Übung, Hände hoch, wichtig ist, Oberarme sind in Schulterhöhe, Arme auf der Seite, vorsichtig Arme hinaufgeben und dann schiebst du die Flaschen übereinander und schließt deine Ohren mit den Oberarmen ein, wieder hinunter, hinauf, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Einatmen. Auch 10 bis 15 Mal, dann kurze Pause. Nächste Übung, Oberkörper ein bisschen nach vorne, Flaschenhals zeigen zueinander, gerade Rücken, seitlich hochheben, dabei zeigt der Flaschenhals von beiden Flaschen nach unten, in Schulterhöhe, wieder zusammenführen, nicht zu stark, die Flasche soll nicht brechen, kannst aber auch eine Plastikflasche geben. Seitlich hoch und seitlich hoch. Wichtig ist, dass die Flaschenhälse beide nach unten zeigen. Diese Übungen können auch kombiniert werden. Das heißt, seitheben, oben zusammen. Seitheben, oben zusammen. Eine Vorübung für den Handstand. Die Arme werden über den Kopf durchgestreckt
Dann gehst du langsam mit dem Oberkörper hinunter, schaust, dass deine Schultern über deinen Händen bleiben. Du berührst den Boden, dann hebst du das hintere Bein hoch und dann springst du mit dem Bein, das vorne abgewinkelt ist, weg und wechselst die Beine in der Luft. Du musst am Anfang nicht so weit hinaufgehen. Wichtig ist, dass die Beine gestreckt gewechselt werden. Mach das 4-5 Mal hintereinander. Ganz wichtig ist, dass die Arme gestreckt bleiben. Vergiss nicht zum Atmen. Und dein Blick ist immer auf deine Hände gerichtet. Du schaust immer zu deinen Händen. Wenn diese Vorübung schon gut funktioniert, such dir zu Hause eine stabile Wand oder einen stabilen Papa. Und der stützt dich dann ab, wenn du versuchst, wirklich in den Handstand zu kommen. Dann wieder absenken. Immer wichtig beim Absenken, nicht beide Beine gleichzeitig. Und auch beim Hochschwingen nie beide Beine gleichzeitig, sondern immer das eine Bein zuerst. Mit einer Reaktionsübung geht's weiter. Ich habe hier im Hintergrund den Trax, der wird jetzt dem Aram jeweils eine Farbe ansagen und der Aram muss dann ganz schnell das Ding dieser Farbe berühren. Ihr seht, es gibt vier Farben, gelb, orange, rot und violett oder lila, sagen wir violett. Trax, bist du bereit? Okay, Trax, bitte gib die erste Farbe. Gelb, orange, rot, violett. Grün. Trax, du solltest eine von den vier Farben sagen, die es hier gibt. Grün habe ich hier nichts gesehen. Okay. Blau. Trax, da ist auch nichts Blaues. Okay. Orange. Rot. Gelb. Trax, machen wir es für den Arm ein bisschen schwieriger. Wie wäre es mit zwei Farben? Okay. Orange, gelb. Gelb, rot. Violett, gelb. Super, Trax. Jetzt hast du immer richtige Farben gesagt. Probieren wir es mit drei Farben. Aram ist bereit. Jetzt sag ich mal die Farben an. Der Trax sagt sonst wieder nur Blödsinn. Stimmt doch nicht. Ruhe, Trax. Gelb, orange, rot. Violett, gelb, rot. Rot, gelb, rot. Man kann diese Übung auch machen mit Vertauschen. Das heißt, da müssen dann die zwei Farben vertauscht werden, die gerufen werden. Orange, rot. Violett, rot. Gelb-Orange. Erste Übung, durch die Beine den Ball durchschwingen und eine Achterbewegung machen. Eine Acht, versuch, dass der Ball nicht am Boden fällt. Wenn das gut gelingt, versuchst du den Ball in der Mitte zu fangen, er darf aber auf den Boden aufspringen. Sollte das auch noch zu einfach sein, versuchst du den Ball in der Luft zu fangen. Eine Reaktionsübung. Wichtig ist, dass der Ball immer auf derselben Position bleibt und du versuchst, bevor der Ball hinunterfällt, den Ball zu greifen. Bevor er hinunterfällt, greifen. Also nicht in die Höhe gehen, sondern öffnen, schnell hingreifen. Öffnen, schnell hingreifen. Und wenn das geht, schnell hintereinander. Mit zwei Bällen geht das auch. Als Vorübung. Und dann.
Diesmal ist eine Reaktionsübung. Wir fangen mit dem großen Ball an. Einer verschränkt hinten den Arm. Zuerst mit Kommando. Eins. Ball nur fallen lassen. Eins. In Kopfhöhe halten. Eins. Dann variieren wir den Ball. Eins. Eins. Und dann ohne Kommando. Wenn es zu schwer ist, lässt man den Ball von weiter oben fallen. Wenn es zu einfach ist, von weiter vorne. Am besten ist, den großen Ball von weiter unten, wenn es einfach zu halten. Den kleineren Ball wird es dann schwieriger. Wenn das gut geht, versuchst du den kleinen Ball mit einer Hand zu fangen. Auch hier abwechseln. Eine kleine Reaktionübung mit dem Ball. Das heißt, Arme werden hinten verschränkt. Bevor geworfen wird, gibt man das Kommando. Eins. Zwei. Drei. Dann ohne Kommando. Wenn das gut geht, kann man auch die Höhe kombinieren, ohne Kommando. Du merkst, du hast oben mehr Zeit als unten. Jetzt abwechselnd die Arme hinten verschränken. Und man kann auch foppen, wenn man möchte. Und der Ball muss einmal seitlich gefangen werden und einmal oben und unten. Schwierigere Übung, Arme hinten verschränken. Reaktionsübung, Ball wird in die Höhe geworfen, mit Kommando. Jetzt. Jetzt. Dasselbe, ohne Kommando. Versuch vorher zu stehen, je nachdem wie hoch der Raum ist. Hier auch mit dem anderen Ball versuchen. Erste Übung, der Ball wird in die Höhe geworfen, der Ball wird über den Kopf gefangen und nachher, so rasch als möglich, gehst du in Liegestützposition und wenn möglich machst du auch noch einen Liegestütz dazu. Sollte das so aussehen. Liegestützposition, anhocken und wieder den Ball herwerfen und noch in der Luft fangen, Liegestützposition, anhocken. Wichtig ist, dass du nicht ins Hohlkreuz gehst, wenn du Liegestütz machst. In der Luft über den Kopf fangen. Schwierigerer Teil, du machst in Liegestützposition auf den Ball. Fangen. Gut den Ball festhalten, dass der Ball nicht wegrollt. Zu zweit mit zwei Bällen kann man ganz viel machen. Während der Ball vom Partner zugeworfen wird, wird der eigene Ball hochgeworfen und dann wieder gefangen. Natürlich muss man auch den Ball des Partners zurückwerfen. Anspruchsvoller wird das, wenn beide das so machen müssen, nämlich hochwerfen und fangen. Diese Übung geht es um Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit der Hände und Arme. Du fängst klein an, den Ball von rechten zur linken Hand zu schupfen und dann wirst du immer größer und gehst immer weiter auseinander, beobachtest den Ball und gehst immer weiter auseinander. Wenn das gut funktioniert, kann man diese Übung auch zu zweit machen.
Ich schub den Ball in meine linke Hand, gebe den Ball meinen zweiten, er schub ihn hinüber. Ganz rüber. Und ganz rüber. Okay. Etwas, was ihr zu zweit machen könnt, ist folgende Übung. Dann macht ihr wieder abwechselnd. Abwechseln immer rechts, immer links. Dax will auch mitmachen! Aber gerne, mein gefiederter Freund. Sicher, das ist überhaupt nicht mehr lustig. Wenn ihr zwei Bälle oder auch andere Dinge habt, könnt ihr einfache Übungen zum Jonglieren ist jetzt fast übertrieben, weil Jonglieren ist eigentlich anders, aber einfach Übungen für Ballgefühl machen. Und zwar entweder abwechselnd hochwerfen, wichtig ist den Ball nachschauen und wieder schön mit der Hand übernehmen. Seitenwechsel, ihr werdet merken, es ist ein Unterschied, ob es ein großer oder ein kleiner Ball ist. Der große Ball wird geworfen, der kleine Ball wird mit der anderen Hand übernommen. Die eine Hand, in dem Fall meine rechte, wirft immer und die linke übernimmt immer. Auch hier empfiehlt sich natürlich ein Richtungswechsel. Alle diese Übungen kann man auch mit Boden aufmachen. Oder sogar kombinieren. Also ihr seht, mit zwei Bällen kann man ganz viel machen. Oder auch mit einem Ball und einem Raden. Das meinst du jetzt aber nicht ernst. Oh doch, Drax. Also jetzt haben wir bewiesen, dass Drax fliegen kann. Und wer von euch so jonglieren können möchte, wie unser Sportlehrer Alex das hier vorzeigt, das ist ja schon zirkusreif, der passt jetzt besonders gut auf. Wichtig ist als erster mit einem Ball in einer Hand fangen und dann immer die Hände abwechseln. Wichtig ist, dass du in Augenhöhe den Ball passt, nicht zu hoch wirfst, aber auch nicht zu flach wirfst. Dann nimmst du einen zweiten Ball dazu, wobei du wirfst immer den zweiten Ball dann weg, wenn der erste in höchster Position ist und am Anfang lässt du ihn fallen. Das heißt, du fängst nur einen Ball von beiden, den anderen lässt du am Boden fallen. Wichtig, zuerst einen wegwerfen, am höchsten Punkt von dem ersten Ball wirfst du den beiden weg. Aaron macht das sehr gut. Dann versuchst du den Ball zu fangen. Du siehst erst den zweiten Ball wegwerfen, wenn der erste in der Luft ist. Und mit beiden Armen machst du eine runde Bewegung jeweils einwärts. Wenn das gut funktioniert, nimmst du drei Bälle, in einer Hand zwei Bälle. Dort, wo du zwei Bälle hältst, wirfst du das erste den Ball in die Höhe. Dann folgt der zweite mit der anderen Hand. Und wir vier wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Also,
Ich hatte nicht nur Spaß.